Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Parkett der Frankfurter Börse. Wir sprechen heute über ein Thema, das in den kommenden Jahrzehnten immer mehr im Fokus sein wird: Pflege. Und da gibt es auch Investmentmöglichkeiten. Bei mir ist David Chevalier. Seine Familie hat schon seit 30 Jahren Erfahrung im Investmentbereich in der Pflege unter pflegeimmobilien.de und pflegefonds.de. Schön, dass Sie da sind. Ja, welche Wachstumschancen sehen Sie denn in diesem stationären Pflegebereich? Ja, wir gehen ganz klar von einem deutlichen Wachstum aus in der stationären Pflege, da natürlich die Menschen in Deutschland immer älter werden und damit verbunden auch immer pflegebedürftiger, sodass allgemein die Nachfrage nach Pflegeleistungen natürlich steigt. Hochrechnungen zum Beispiel haben auch ergeben, basierend auf den Daten des Statistischen Bundesamtes, dass wir bereits 2030 von aktuell 2,9 Millionen Pflegebedürftigen 3,5 Millionen Pflegebedürftigen haben werden. Und unterstützt wir das Ganze ja zum Beispiel auch von Analysen des Immobilienunternehmens CBRE. Die bringen immer alle Quartale eigentlich so einen Pflegeimmobilienreport raus, wo sie schreiben, dass jährlich 200 Pflegeheime errichtet werden müssen mit durchschnittlich 100 Pflegeplätzen. Und was sehen wir aber gerade in der Realität? 2016 haben wir zum Beispiel nur 121 Pflegeheime gesehen. Das heißt, es ist eigentlich zu wenig und der Bedarf ist ganz klar größer als das Angebot. Ja, und der Kaufpreis bei Sozialimmobilien ist ganz schön gestiegen. Wann ist da die Schmerzgrenze erreicht? Ja, die Schmerzgrenze ist eigentlich schon erreicht oder teilweise auch überheblich überschritten. Also es werden in der Vergangenheit Kaufpreise bezahlt, die eigentlich diesem speziellen Risiko einer Betreiberimmobilie nicht mehr gerecht werden. Und in der Vergangenheit haben eigentlich Zyklen gezeigt, dass sich hierbei auch Investoren oftmals die Finger verbrennt haben. Aber aktuell werden Kaufpreise für institutionelle Investoren bei 17-fachen der Jahresmiete gezahlt. Das kommt natürlich auch durch das Interesse der ausländischen Investoren. Wir haben 2016 insgesamt 3 Milliarden Transaktionsvolumen gesehen im Bereich der Pflege in Deutschland. Das entspricht ca. 6% des gesamten Immobilienmarktes. Und je mehr Akteure natürlich auf dem Markt aktiv sind, desto höher auch die Kaufpreise. Was ist denn interessanter, ein Altbau oder ein Neubau? Und wie viele Einwohner muss so ein Standort haben, damit sich die Pflegeplätze auch rentieren? Ja, grundsätzlich natürlich eine fertige Pflegeimmobilie vorzuziehen, da sie bereits den ganzen gesetzlichen Anforderungen schon gerecht wird. Aber Neubau braucht ja in der Regel 2 Jahre, von der Idee bis zur Umsetzung, zur Fertigstellung letztendlich. Wie ich bereits auch schon erwähnt habe, in letzter Zeit können wir eigentlich beobachten, dass Bauträger immer mehr selbst bauen. Auch teilweise unter dem Verzicht einer höheren Bauträgermarge, um letztendlich das Objekt auch vernünftig auf den Markt zu bringen. Und bezogen auf den Standort zum Beispiel ist weniger die Einwohnerzahl wichtig, vielmehr der Versorgungsgrad eigentlich. Das heißt, wie hoch ist die Anzahl der Pflegebedürftigen aktuell, aber wie hoch ist sie auch perspektivisch auf die nächsten 15 bis 20 Jahre gesehen. Und ein Pflegeheim sollte, um wirtschaftlich arbeiten zu können, in der Regel 80 bis 160 Bewohner aufnehmen können. Was ist für Anleger jetzt interessanter? Vielleicht so ein Apartment zu kaufen, da rein zu investieren oder in einen Pflegefonds zu investieren? Genau, grundsätzlich gibt es die 2 verschiedenen Möglichkeiten. Ein Direktinvestment, zum Beispiel in ein Pflegeapartment oder eine Wohnung für betreutes Wohnen, das eigentlich den Merkmalen einer richtigen Wohnung auch entspricht. Wir haben dort eine Küche, Wohn- Schlafzimmer und Balkon. Dort kann investiert werden. Grundsätzlich muss man aber hierbei beobachten oder auch feststellen, dass man nur in eine Immobilie investiert und das Risiko nicht über mehrere Immobilien gestreut wird. Da müssen Anleger aufpassen. Bei einem Pflegefonds ist das Ganze anders. Dort kann man bereits mit Eigenkapital von 10.000 Euro investieren. Das kann man streuen auf verschiedene Immobilien. Da es vom Gesetzgeber so festgeschrieben ist, dass man in 3 Immobilien in der Regel investiert. Somit hat man verschiedene Standorte, man hat verschiedene Immobilien und man hat verschiedene Betreiber. Die Pflegeapartments, für die zahlt man in der Regel so 120.000 bis 150.000 am Markt. Man muss aber auch aufpassen, Pflegeapartments kann jeder vermitteln und Pflegefonds hingegen, dafür braucht man 34F, der auch vom Gesetzgeber gefordert wird. Und deswegen ist dieser Markt regulierter als die Pflegeapartments und von der BaFin werden natürlich Verkaufsprospekte gefordert, wesentliche Anlegerinformationen, die natürlich ein Höchstmaß an Transparenz wiederum bieten. Und der Vorteil von einem Pflegefonds ist neben dieser Risikostreuung zum Beispiel auch, dass man günstige Einkaufsfaktoren hat, wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, aber auch, dass man steuerliche Vorteile zum Beispiel in Österreich erzielen kann und sofort Mieteinnahmen von 5% per anno steigend erzielen kann.
Wenn ich das alles so zwischen den Zeilen lese, heißt es aber für den Anleger, dass man sich gut informieren muss. Genau, klar, wir reden hier über alternatives Investment. Das heißt, es ist immer mit Risiken verbunden. Deswegen sollte ein Berater mit dem nötigen Know-how zur Rate gezogen werden, der über so ein 34F verfügt, der schon langjährige Expertise und Erfahrung in dem Bereich hat, aber auch, dass man schaut, wenn man in Pflegeheime investiert oder in einem Pflegefonds, dass man auf Initiatoren achtet, die über langjährige Leistungsbilanzen verfügen. Dort sind zum Beispiel zwei aus Hamburg tätig, die EMAG und die ENP. Die haben teilweise 1 Milliarde schon in Pflegeimmobilien aufgelegt und Leistungsbilanzen über mehrere Jahre, die auch zu 99% pünktlich von der monatlichen Ausschüttung erfolgen. Und mehr Informationen findet man sicher auch auf pflegeimmobilien.de und pflegefonds.de. David Chevalier, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.